Kennst du vielleicht auch eine wunderbare Statue von Michelangelo David? Und hast du vielleicht auch schon überlegt, ob man Pouring auf besonderen Objekten machen könnte? Genau das wollte ich heute machen und ich starte gleich an und ich sage dir, naja, wie kann man das puren? Von oben fließt die Farbe rein, weil das ist so einfacher Stifthalter. Von oben, wenn ich das so pure, dann kann ich das gar nicht drehen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wir haben genug Plastikbecher da. Wir packen einfach da rein einen Plastikbecher, damit der dann gut stehen kann. So ein bisschen knicken, ein bisschen weiter reinstecken. Und damit das auch noch stabil steht, weil wenn ich pure, muss das mindestens so die Statue oder Bild 12 bis 24 Stunden trocknen. Deswegen machen wir ein stabiles Bein. So. Und gucken jetzt, okay, das steht, das ist ziemlich stabil, eine Konstruktion geschafft. Und dann, jetzt kann ich dann wirklich mit meinem Ring pur meine David-Statue puren. Die Farben zu dem Video habe ich, habe extra ein Video gedreht, wo ich zeige, wie man die Farben mischt. Und dann im vorherigen Video haben wir die Ringpour auf Leinwand gemacht, weil auf meinem YouTube-Kanal war noch kein Ringpour-Video. Und jetzt geht es los mit dem Ringpour und David-Statue. Dafür brauchen wir immer ein Glas und wir sollten die Farben schichtweise erstmal in Becher reinbringen. Die Farben sollten für Ringpour, ist auch wichtig, so ein bisschen dickflüssiger sein als normal. Und bevor man die Farben gießt, muss man sie einmal rühren, ja, weil wenn die Farben stehen, dann setzt sich Pigment ab und so weiter. So, und ich fange jetzt mit grüner Farbe an und das wird immer in Ringpour schichtenweise die Farbe in Becher rein gegossen. Und ich mache jetzt bei dem Bild auf Leinwand habe ich ein bisschen mehr Gold genommen, dann war das ziemlich goldig. Und jetzt würde ich sagen, ich mache David ein bisschen grüner. Dann verwende ich ein bisschen mehr von Grün, weniger von Gold. Und gucken wir, wie das Ganze aussieht. Wie gesagt, das ist für mich ein Experiment. So etwas habe ich noch nie gemacht. Und ich bin genau wie ihr gespannt auf das Ergebnis. Farbe langsam in Becher. Gießen, abwechselnd eine Farbe, dann die andere Farbe. Wie gesagt, ich wollte hier ein bisschen mehr Grün haben. Gieße jetzt mein ganzes Grün zu Ende. Und dann habe ich jetzt noch ein bisschen Gold. Ein bisschen Schwarz noch dazu. Von vorherigen Video ist das auch noch ein bisschen grün geblieben. Nehme ich auch ein bisschen Grün noch da rein. Aber wie gesagt, ich wollte, dass das mehr grün wird, weniger. Gold, aber wer weiß, Pouring ist immer eine Überraschung. So sieht das jetzt mein Becher aus, geschichtet mit Farben. Es hat wunderbar funktioniert. Rezeptur findet ihr auch im Video, was ich extra für euch gedreht hatte. Und jetzt geht es los. Einfach die Farbe reingießen und wir schauen, was passiert. Ich überlege jetzt, ich nehme die Farbe von vorherigen Ringpour, damit ich hier einfach Anfang schaffe, damit das überall fließt, weil ich weiß nicht, wie viel Farben werden wir gebrauchen. Besser mehr als zu wenig. So, die gleichen Farben und jetzt mache ich dann ein bisschen nach vorne, weil Gesicht ist natürlich wichtig. Ich denke, bei der Nase muss ich bisschen helfen. Ich
Wow. Was soll ich sagen? Liebe Leute, es funktioniert. Und so kann man aus einer weißen, ich will nicht sagen langweilige Skulptur, eine sehr interessante interessantes Objekt machen. Ich muss an manchen Stellen ein bisschen nachhelfen. Hier gehe ich ein bisschen darum. Ich denke, da muss ich auch ein bisschen helfen. Dann gieße ich ein bisschen gezielt hier und da. Ich kann sagen, wenn er Objekten purt, mischt er lieber ein bisschen mehr Farben. Und ich denke, ich würde das gar nicht drehen. Ich würde das eher so lassen, wie es geflossen hat. Nur ein paar Stellen vielleicht sollte das dann gedreht werden. Hier helfe ich ein bisschen nach. Da muss ich das doch vielleicht ein bisschen drehen. Wie gesagt, wir haben ein paar Stellen, wo die Farbe noch nicht da ist. Und ich überlege, wie man das dieses Problemchen lösen kann. Aber ich denke, so ist es eigentlich bei den schönen Locken ganz gut gelöst. Und da versuche ich das jetzt ein bisschen drehen vielleicht. Oder mache ich auch die Farbe da. Ich gieße da einfach jetzt. Ich überlege, ich würde das doch ein bisschen in die Hand nehmen. Versuche das ein bisschen drehen. Nee, ich merke, das bringt nicht. Das heißt hier, diese fehlenden Stellen sozusagen, ich würde das einfach mit Gold nachfüllen. So hier an diese gehobenen Stellen einfach gießen. Und das kann man einfach abwechselnd machen mit Gold oder mit Grün oder hier so. Oder es ist sogar noch besser. Einfach die Farbe von unten nehmen. Das ist schöne Mischung. Und in allen diesen Locken reingießen. So. Damit es überall kein Weiß bleibt. So. Jetzt habe ich alle Ecken, so hier. Leute, was ihr euch noch sagen kann, wenn er das nächstes Mal macht, wenn er da sowas macht, nehmt bitte eine Leinwand. Zur Idee bin ich jetzt dazu gekommen. Und die Farben, die unten gießen, so gegossen sind, könnte man danach auf Leinwand ein tolles Ringpour haben. Aber naja, besser spät als nie. Weil hier sehe ich, das ist unten so ein tolles Ringpour geworden. Aber wie ihr seht, wir haben jetzt alle Ecken gepurt. Ich denke, ich habe nirgendwo Weiß vergessen. So, liebe Leute, was soll ich sagen? Mein David sieht einfach klasse aus. Aus einer langweiligen weißen Skulptur haben wir jetzt eine tolle marmorierte Kopf gekriegt. Die Nase ist jetzt schwarz geworden. Das ist sehr interessant. Wenn es trocken ist, würde ich natürlich noch kurz Video drehen und zeigen, wie das Ganze aussieht. Wenn
ihr auch besondere Objekte purt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das mit mir teilt. Sonst, wenn das Video für euch interessant und hilfreich war, dann Daumen hoch, abonnieren und bis zum nächsten Mal, eure Albina.